Ich muss Ihren Applaus unterbrechen, der geht von meiner Redezeit weg. Und die Redezeit ist wohl wichtiger als der Applaus. Aber seien Sie herzlich begrüßt. Ich freue mich, heute vor diesem Gebäude zu stehen, das immer noch denkmalgeschützt ist und mit dem ich mich immer noch verbunden fühle. Wir feiern heute Jubiläum. Und Jubiläum ist immer etwas Festliches. Deshalb trage ich auch eine Krawatte, aber Sie sehen sie nicht, wenn ich den Schal darüber habe. Es gibt natürlich schon zu denken, dass wir nach 4 Jahren immer noch gegen den deutlich und sichtbar werdenden Immobilienwahnsinn demonstrieren müssen. Durchhaltewillen und Engagement vor allem der Organisatoren sind wichtig und müssen durchhalten. Deshalb auch ein Dank an die Organisatoren und Dank an Sie, dass Sie da sind. Gegen was demonstrieren wir heute? Gegen das unsinnige Immobilienprojekt? Gegen den schmalbrüstigen Tiefbahnhof, gegen seine schiefen Bahnsteige, gegen Abbruch Nord- und Südflügel, gegen Ausreißen unserer Parkbäume, gegen die blauen Rohre, die Gefährdung des Mineralwassers und gegen das unnötige Turmforum von Herrn Dietrich, das von der Stadt Stuttgart jährlich mit 400.000 Euro unterstützt wird. Und das bei einem grünen Oberbürgermeister. Ich erinnere mich immer noch gerne an die Anfänge der Demo am Nordausgang, als ich bei der dritten Demo 2009 dabei war. Man kannte sich, man hat sich begrüßt, man hat sich auf die Schulter geklopft, man hat gesagt, bald verschwinden die und heute sind die immer noch da, aber wir sind auch noch da. Bevor ich nun mit meiner Rede beginne, eine Frage. Wer von Ihnen war von der ersten bis zur 200. Demo schon immer dabei? Der möge sich laut melden bei der ersten Demo. Da strecken schon mehrere. Es waren nur 4 dabei. Aber gut, Sie waren ehrlich. Ich lobe Sie, Sie haben nicht gelogen, denn es gibt unter uns und vor allem um uns herum eben viele Leute, die eben nicht der Wahrheit entsprechen. Aber hier ist kein Lügenpakt vorhanden. Wir empörten uns, ich möchte jetzt ganz kurz die Geschichte der Demos durchgehen. Wir empörten uns im Februar 2010 beim sogenannten Prellburg-Lupf gegen die Diffamierung des Bonatzbaues. Erinnern Sie sich bitte daran, wer was gesagt hat. Herr Oettinger nannte den Kopfbahnhof einen Hüttengruß. Herr Oberbürgermeister Schuster sprach von einem Gleisgewurstel. Herr Reisig von der SPD sprach von der Bonatzkiste. Und Herr Grube nannte seinen eigenen Bahnhof einen Schandfleck. Das sind eben alles Dinge, die man sich nicht vergessen darf. Herr Grube ertönte dann, nachdem die Kosten auf 4,1 Milliarden gingen, er werde alles daran setzen, dass wir in diesem Rahmen bleiben. Heute ist der Rahmen leer, denn der Grube ist schon lang rausgefallen.
Dann tauchte das Wort Herzinfarkt Europas auf. Kein Wunder, denn dieser Infarkt droht, wenn der neue Bahnhof fertig ist. Wir müssen wissen, der neue Bahnhof der Landeshauptstadt hat 8 Gleise. So viel wie der Bahnhof Cannstatt und wie der Bahnhof Esslingen. Und der Bahnhof der Landeshauptstadt hat 1 Gleis weniger als die Bahnhöfe Bietigheim, Lochingen und Aalen. Und dafür zahlen wir 8 Milliarden. Baden-Württemberg war von Anfang an gegen uns. Auf der Großdemo am Schlossplatz vor der Wahl in 2010 haben wir für die Abwahl von Mappus gesprochen und geredet und wir hatten politischen Erfolg, denn Mappus ist weg und Schuster ist abgehauen. Kam tatsächlich der, den wir wollten und den wir gewählt haben, nämlich der Ministerpräsident Kretschmann. Ich erinnere mich noch gut am neuen Schloss. Als Kretschmann kam, warf einer einen Schuh nach ihm. Dabei war eines sehr, sehr schlecht. Es war nur ein Schuh, der geworfen wurde. Wir demonstrierten dann für die Volksabstimmung und gegen die falschen Baukosten und gegen die Ausstiegskosten. Und zur Volksabstimmung wäre eigentlich nur zu sagen, warum durften die Leute von Südbaden, von Freiburg, vom Bodensee, vom Herzfeld, von Geilsheim, die durften abstimmen, was wir in Stuttgart für einen Bahnhof bekommen. Und heute bei dem Park im Nordschwarzwald, wo Bäume wachsen dürfen, da werden wir Stuttgarter nicht gefragt, obwohl man bei uns die ganzen Parks demolieren will. Auch wir wollen künftig im Nordschwarzwald mitbestimmen, denn die haben uns den dünnen Bahnhof beschert. Hätten wir bei der Volksabstimmung anders abgestimmt oder wäre anders abgestimmt worden, gäbe es keine 60 Kilometer Tunnel unter Stuttgart und in Unterdirkheim und Wangen und im Kernerviertel und am Kielesberg bräuchte kein Mensch bangen, weil Tunnel unter sein Haus kommen. Aber wir haben eine Hoffnung, nachdem die Landeswasserversorgung durch Einsatz des OB rund 40.000 Euro bekommt, hoffe ich, dass die armen Bürger im Kernerviertel statt 700 Mark wenigstens 750 durch unseren OB erreichen. Ein positives Ereignis unserer Demonstrationen, und da will ich unbedingt darauf hinweisen, sind die angelaufenen dritten und vierten Bürgerbegehren gegen die Finanzierungs- und gegen die Leistungslüge. Und in dieser Sache, meine Lieben, dürfen wir nicht nachgeben. Wir müssen diese Sammlung von Unterschriften unterstützen, denn in Stuttgart weiß ja jeder, wo inzwischen hinfährt, das Wort Investoren bauen auf Betongold und damit müssen wir helfen, damit wenigstens über das Gericht noch ein Erfolg erreicht wird. Für unsere Gegner, und denen müssen wir sagen, der gilt, ihr lasst uns keine Wahl und wir lassen nicht locker. Wir geben nicht nach, wir demonstrieren,
Wir ballen die Faust, aber den Daumen nach oben, denn wir wollen in Stuttgart nicht untergehen. Wir wollen oben bleiben. Adieu. Egon Hopfensitz.